Ja, hallo mal wieder aus unserer Aquaristik- und Teichabteilung im Stanze Gartencenter. Heute sagen wir den Algen bei euch im Teich mal den Kampf an, denn heute geht's um Teichschnecken. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar so ein kleines Demo-Aquarium, sage ich mal, wo ich einfach mal die Teichschneckenarten, die relevant sind, die ihr auch im Handel erwerben könnt, zum Beispiel bei uns im Stanze Gartencenter, aus unserer Verkaufsanlage separiert habe mit ein paar Wasserpflanzen. Und die möchte ich euch einfach mal vorstellen. Genau wie im Aquarium ist es meistens so, dass Schnecken übergeordnet, gerade für Leute, die noch nicht so tief in der Materie drinstecken, nicht den besten Ruf haben. Es wird häufig gesagt, okay, Schädlinge will man nicht haben, werden pauschal zur Plage, helfen nicht, sondern schaden eher. Dem ist tatsächlich nicht so. Gerade im Gartenteich sind Schnecken quasi eine Gesundheitspolizei, helfen euch Laubreste, abgestorbene Pflanzenteile und auch Aas tatsächlich zu vertilgen, sodass ihr weniger Dreck im Teich habt, euer Wasser weniger schnell umkippt, dass ihr keine Probleme mit den Wasserwerten bekommt. Und deshalb sind gerade so in naturnahen Teichen, Biotopen, Schnecken eigentlich immer willkommen und auch nützliche Gäste im Gartenteich. Und im Sommer könnt ihr die, wie gesagt, im Fachhandel auch erwerben, so von, ja, ich sag mal, April bis September, während der Hauptteichsaison, bekommt man die Schnecken auch bei uns in großer Auswahl. Ich habe hier, wie gesagt, drei Arten separiert, und zwar einmal die Posthornschnecke, die Sumpfdeckelschnecke und die Spitzschlammschnecke. Und auf die drei Arten möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen eingehen und euch erzählen, was es damit so auf sich hat, was die Arten im Einzelnen auszeichnet und so besonders macht. Starten wir mal mit der wohl beliebtesten Schnecke. Ich sag immer, sie sieht schön rustikal aus. Und zwar die Posthornschnecke. Na, das ist hier so eine recht platte Schnecke, häufig auch Tellerschnecke genannt, weil sie eben so urig, rustikal und relativ platt aufgewickelt ist. Auch meine persönliche Lieblingsschnecke im Gartenteich, die Posthornschnecke Planobarius corneus, ist auch die einzige in Europa lebende Schnecke mit dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin, der für den Sauerstofftransport im Blut zuständig ist. Aber das nur als kleiner Funfact am Rande. Das ist für die Haltung im Gartenteich gar nicht sonderlich ausschlaggebend. Das ist eine Schnecke, die ist im gesamten Teich unterwegs. Die ist jetzt nicht nur auf dem Grund oder nur an der Oberfläche, sondern die wird sich überall im Teich umher bewegen. Und bei der Schnecke ist halt auch noch ein Riesenvorteil, dass sie über Lungen atmen kann, also zur Wasseroberfläche kommt und dort Luft einzieht und auch gleichzeitig über Kiemen atmen kann, sodass sie auch in Gewässern überleben kann, wo jetzt nicht super viel Sauerstoff ist. Ja, also auch in relativ dreckigen Gewässern, wo kaum Sauerstoffzufuhr ist, kein Fließgewässer, stehende Gewässer sind gar kein Problem für die Posthornschnecke. Auch da kann sie problemlos überleben. Natürlich solltet ihr im Gartenteich gucken, dass ihr da nicht irgendwie ein halbes Güllefass stehen habt. Das sollte schon recht gepflegt sein, aber die Schnecke nimmt euch da auch so ein bisschen was ab. Zum Beispiel herabfallendes Laub wird gern gefressen von der Schnecke. Abgestorbene Pflanzenreste, Algen, gerade auch Fadenalgen an Pflanzen. Ja, sie vermehrt sich relativ schnell. Die Schnecken sind nicht getrennt geschlechtlich, werden aber im Regelfall nicht zur Plage. Eigentlich ist das immer so, dass sich die Schneckenpopulation im Teich die Waage hält. Und die kann man auch schon so in kleineren Teichen recht gut halten. Aber ihr müsst schon darauf achten, dass ihr eine 80 cm Wassertiefe als Minimum habt. Denn die Schnecke soll ja auch überwintern können im Teich und euch nicht über den Winter, wenn er doch mal, auch wenn es bei uns recht ungewöhnlich ist, mittlerweile ein bisschen härter wird, dass die Schnecke da eben dann nicht verstirbt. Genau, das ist schon mal die Posthornschnecke. Dann habe ich hier eine, die so ein bisschen langgezogen ist. Das ist die größte einheimische Wasserschneckenart. Das ist die Spitzschlammschnecke im Nea stagnalis. Zeichnet sie eben durch ihr spitz zulaufendes Gehäuse aus. Es gibt mittlerweile auch Stämme, die fürs Aquarium gezüchtet wurden, die gut mit höheren Temperaturen zurechtkommen. Wenn wir diese Schnecke fürs Aquarium im Angebot haben, dann schreiben wir es allerdings explizit mit ans Becken. Und wenn ihr diese Schnecken hier, die aus Teichwirtschaften zu uns kommen, in euer Aquarium setzt, bei einer Temperatur von dauerhaft über 20 Grad, wird die nicht lange bei euch überleben. Deshalb achtet wirklich darauf, kauft ihr da eine Population,
die jetzt aus einer europäischen Teichwirtschaft kommt, oder ist das jetzt ein Stamm, der tatsächlich an warme Bedingungen gewöhnt ist und eher fürs Aquarium gezüchtet wurde. Na, das ist ganz wichtig bei der Schnecke zu wissen. Hier sieht man es jetzt auch, was diese Schnecke ganz besonders auszeichnet. Na, das sind wahre Akrobaten. Die kann nämlich mit ihrem Fuß quasi über oder unter der Wasseroberfläche an dieser Linie entlang gleiten. Ja, das ist ganz, ganz fetzig, sich das anzugucken, egal ob es nun im Aquarium ist oder im Teich. Also das ist, ist wirklich ganz imposant anzusehen. Und auch das ist eine Art, die nicht getrennt geschlechtlich ist, sich recht schnell vermehrt. Hauptsächlich in den oberen Bereichen bei euch im Teich unterwegs ist über den Sommer und dort abgestorbene Materialien und alles Mögliche frisst. Ja, auch eine schöne Sache, kann man gut einsetzen in naturnahen Gartenteichen. Hier unten sehen wir jetzt die Sumpfdeckelschnecke. Das ist diese rundliche Art, die auch so ein Operculum, also einen Deckel hat, um ihr Haus zu verschließen. Das ist ein bisschen was Besonderes. Das ist die Viviparus viviparus. Ist eine lebendgebärende Schneckenart, vermehrt sich also am langsamsten von all den Arten, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Und bei dieser Schnecke ist es folglich so, dass sie lebende Junge zur Welt bringt. Und das ist dann tatsächlich ein Jungtier, was dort in bestimmten Abständen geboren wird. Und davon werdet ihr wirklich nur in den allerseltensten Fällen mal einen großen Bestand im Teich haben. Das Tolle an der Schnecke ist und die Besonderheit, dass sie nicht nur Aufwuchs frisst. Die ist eher so am Grund unterwegs, in den unteren Teichbereichen. Besondere bei der Schnecke ist, dass sie auch Filtrierer ist. Das heißt, sie zieht sich Plankton aus dem Wasser und hilft euch somit auch, Trübungen im Gartenteich zu beseitigen. Algenspuren, alles, was da so vorkommt, einzellige Algenarten. All das kann die Sumpfdeckelschnecke mit beseitigen. Natürlich solltet ihr auch bei der Spitzschlamm- oder Sumpfdeckelschnecke immer auf eine ausreichende Wassertiefe achten. Und bei der Sumpfdeckelschnecke ist auch nicht verkehrt, wenn da ein bisschen mehr Sauerstoffgehalt im Wasser ist. Prinzipiell muss man zu den Schnecken noch sagen, es ist nicht so, wenn ihr jetzt ein Algenproblem habt, ihr geht in ein Geschäft, kauft euch hier meinetwegen für einen 500-Liter-Teich 10 Schnecken und das Algenproblem ist morgen gelöst. Nein, das möchten wir euch auch gar nicht vermitteln, dass das so funktionieren könnte. Denn ganz wichtig ist immer, eine Algenproblematik hängt mit einem Nährstoffungleichgewicht zusammen, wie ich euch das auch schon im Bereich Aquaristik erklärt habe. Im Bereich Teich ist es nicht sonderlich anders. Deshalb sollte man immer mal die Wasserwerte checken, wenn ihr merkt, okay, es sind zu viele Algen da. Und die Technik überprüfen, was in eurem Teich an Besatz zu finden ist. Und die Schnecken, die kann man gut als Unterstützung mit einsetzen. Und ich bin auch der Meinung, die sollten pauschal eigentlich immer in den Teichen eingesetzt werden, die jetzt nicht unbedingt auf Koi-Haltung ausgerichtet sind. Koi und größere Karpfen fressen eben auch Schnecken. Da würde ich es nicht machen. Aber in kleineren Biotopteichen, naturnahen Gewässern, ist das immer ein super Nützling, mit dem ihr im Teichbereich super arbeiten könnt. Noch eine wichtige Sache, diese ganzen Gehäuseschnecken lieben eher härteres Wasser. Also guckt, dass ihr schon eine gewisse Gesamthärte in eurem Teich habt, dass das Wasser nicht zu sauer ist außerdem. Und damit ihr eben auch lange Freude an euren Schnecken habt, dass die Gehäuse nicht porös und spröde werden. Ja, in einigen Fällen kann es auch sinnvoll sein, die Schnecken zuzufüttern, wenn der Teich jetzt zum Beispiel neu angelegt ist und man sagt, okay, man setzt als Erstbesatz schon eine Gruppe Schnecken ein, damit die wirklich genug Futter finden, euch da nicht verhungern. Kann es sinnvoll sein, zum Beispiel in kleineren Teichen mit den Snailsticks, die man auch im Aquaristikbereich super gut nehmen kann. Für Schnecken, die hatten wir euch ja auch schon mal vorgestellt, in unregelmäßigen Abständen ein bisschen zuzufüttern. Das ist eben auch nochmal ein sehr mineralienreiches Futter, das die Bildung des Gehäuses unterstützt wird. Das Wachstum des Gehäuses, ja, die kann man sehr gut verwenden. Und sonst gibt es auch die Möglichkeit, gerade für die an der Oberfläche eher beweglichen Schnecken wie Posthornschnecken oder Spitzschlammschnecken, einfach mal so ein paar von diesen Teichsticks von Sera reinzugeben. Das wird auch super gern von den Schnecken gefressen. Füttert eure Schnecken nicht zu viel zu, denn wie es auch im Aquarium ist, Schnecken vermehren sich immer proportional zur Fütterung. Wenn ihr also dauerhaft richtig viel Futter da reingebt, kaum Fische habt, die das Futter fressen, dann kann es auch mal sein, dass ihr sehr viele Schnecken bekommt. In der Regel ist es aber im Teichbereich weniger ein Thema als im Aquarium. Ja, und dann sage ich mal, los geht's, kauft euch ein paar Schnecken, die euch im Teichbereich ein bisschen helfen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Gartenteich. Bis dann.